Ego ist... Ja, ich bin untergetaucht, das ist richtig. Hammer geil! Oh, ich liebe diesen Wagen, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue. Oh, hammer geil. Warum steht da eigentlich immer die Straßensperre? Ich bin doch schon längst weg. Und in weiß, Alter. Boah, lol, was haben wir hier noch? Ach, das ist der hier. Ja, den werde ich mir jetzt nicht holen, oder? Nee. Nö, darauf habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Ich habe mir jetzt gesehen, also ist er auch in meinem Radar drin. Also kann ich jedes... Entschuldigung, dass ich jetzt nichts sage, aber ich genieße gerade einfach mal diesen Sound von dem Wagen. Hört ihn euch an. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede, ich liebe es, ich liebe es. Diesen Wagen, ich bin generell ein sehr großer Fan von dem Nissan Skyline. Vor allem auch Fast and Furious, ne, die Filme. Da ist auch der Wagen von Paul Walker. Da war der Lancia. Ich habe schon wieder meinen Popschutz gespuckt. Das ist ja der Wagen von Paul Walker. Das ist allerdings der R34. Aber ey, außer im vierten Teil, genau, da hat er dann den 35er. Aber ich liebe diesen Wagen einfach. Nissan Skyline. Auch wenn es jetzt nicht der ultimative Ultrasportwagen ist. Aber wenn wir hier ein bisschen langsamer fahren. So. Auch wenn es nicht der ultimative Sportwagen ist, aber ich liebe diesen Wagen. Achso, warte mal, ich werde mal ganz kurz gucken. Ah, es ist ein Lexus LFA. Oh Gott, ob wir das schaffen mit dem Wagen? Ach nee. Nee, Quatsch, wir fahren ja gar nicht gegen den Lexus LFA, weil der ist ja erst Blacklist 7. Wow. Ah, scheiße, ich glaube, ich bin völlig falsch gefahren. Naja. Auf jeden Fall liebe ich diesen Wagen über alles. Er ist einfach so traumhaft geil. Schönen Allradwagen. Oh! Hier haben wir noch einen. Haben wir geil. Ey, erst finde ich gar keinen und jetzt finde ich alle auf einmal, oder was? Ist ja der Hammer. Alter. Lol, wir fahren voll in die falsche Richtung. Dann nehme ich mal die Autobahn. Die Interstate 92 ist das. Yeah. Auf jeden Fall, ja. Ich bin gerade so glücklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin glücklicher, als hier Blacklist 1 zu sein und einen Lamborghini zu haben. Weil dieser Wagen ist einfach der Traum. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Muss mich allerdings an dieses Allrad noch gewöhnen. Ja, mit 189 bloß, aber jetzt nicht so schnell. Ich würde jetzt einfach mal tippen, hier lang zu fahren. Boah, traumhafter Wagen, oh Gott. Ich schwärme jetzt gerade so von dem. Ich bin mal gespannt, wie die Blacklist Nummer 8, also die derzeitige noch. Nein! In den Golf bin ich, glaube ich, gesprengt, oder? Ich weiß gar nicht. Irgend so eine Kackbrücke. Also Golf ist natürlich keine Kackbrücke, aber habe ich jetzt nicht mehr so erkannt, was das für ein Wagen war. Ja, ich bin mal gespannt, wie die so drauf ist. Was die für einen Wagen fährt. Das ist relativ unauffällig an den Bullen hier vorbei. Oh, ich wurde geblitzt. Nee, ich war jetzt nicht das Sprintrennen. Boah, mies überholt. Ja, ich muss mich an dieses Allrad echt noch gewöhnen. Das fährt sich komplett anders als logischerweise Heckantrieb. Aber driften kann man mit dem trotzdem. Oh, Radarkamera. Hatte ich auch noch nicht. Alter, wie weit ist denn diese Blacklist entfernt? Ich glaube, wir sind wirklich völlig falsch gefahren. Ah, hier vorne ist er.
Okay, Leute. Wünscht mir Glück. Wünscht uns Glück. Wir werden jetzt gegen die Blacklist Nummer... Nö. Eine SL65. Oh, das schaffen wir doch never mit unserem Wagen. Das schaffen wir wirklich never, Leute. Never, never, never. Ach so. Okay. Gut, da habe ich jetzt gerade die Wagen gerade ein bisschen verwechselt. Ich dachte, es wäre der gewesen, der gerade auf dem Titelbild war. Gut, mal gucken. SL65 ist natürlich auch schön getuned von AMG. Nee, wir haben... Nee, wir tun bloß so, wir haben keine feste... Lalalalal. Du bist doch ein Arsch! Scheiße! Warum hat er mich jetzt eingecrasht? Aber wir sind nach vorne. Bam, Junge, das Schild mitgenommen. Lol. Wow, wow, wow. Nein, ja, ramm mich doch bitte. Ich hab dich auch nicht gerammt. Wow, 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 das war krass. Das war krass. Nein! Aber ich kann mich an dieses Allrad noch nicht so wirklich gewöhnen. Aber ich brauche unbedingt Tuning für den Wagen. Weil der hat noch nicht so die Leistung, die ich mir wünsche. Nee, machen wir nicht. Wir fahren den bloß durch. Ist das okay? Ja, oder? Ja, jetzt holt er mich. Alter, der will mich wirklich ausnocken, oder was? Okay. Da waren Nagelbänder. Die habe ich zum Glück umfahren. Okay. Schütteln wir auch so weit ab. Aber anscheinend wissen die Bullen, wo wir langfahren wollen. Wir teilen uns gar nicht auf. Wir fahren noch ein Rennen gegeneinander. Was daran bitte aufteilen? Ihr habt doch einen Arsch offen. Wir teilen uns doch gar nicht auf. Ja, ihr sollt uns auch verlieren. Lolol. Boah, Alter, ramm mich mal bitte von den... Nein, er ist innen vorbeigegangen. Das ist ja mal richtig uncool. Oh, komm schon, jetzt zieh an. Okay, jetzt gehe ich mal hier auf die Gegenspur. Jeden Meter hier nutzen. Nein! Nein! Oh, jetzt werde ich angerufen. Ich habe gerade keine Zeit, Mama. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder entkommen. Oh Mann, das Rennen müssen wir nochmal machen, aber mit einem anderen Wagen, weil der hat jetzt nicht die Leistung, die ich mir erhoffe oder erhofft habe. Schnell mal ins 360 gedreht. In 180. Entschuldigung. Mal die Richtung geändert. Okay, wir haben es gleich geschafft. Yeah, okay. Gut, wir brauchen einen anderen Wagen. Wir brauchen einen anderen Wagen. Und zwar... Gresham, Chevrolet. Ich überlege, ob ich nochmal zu dem Mercedes zurückgehe. Ja, ich gehe nochmal zurück. Ja, ich gehe nochmal zu dem Wagen zurück und werde mit dem dann jetzt weitermachen und das Rennen nochmal probieren, weil ich will jetzt unbedingt diese Blacklist haben. Mal gucken, mal überlegen, wie wir jetzt am dümmsten da hinkommen. Äh,
Ja, aber ich will jetzt diese und mit dem GTR schaffen wir es leider nicht. Der ist, da müssen wir jetzt wahrscheinlich kriegen wir auch über Meilensteine Tuning oder so. Habe ich so auf jeden Fall so das Gefühl. Dann müssen wir mal ein paar Meilensteine jetzt demnächst machen. Dass wir unseren Wagen tunen. Und mit dem GTR schaffen wir es nicht. Also ich zumindest nicht. Da wurden wir gerade geblitzt mit 207 km/h. Ja, hier schön rum. Ja, ihr seht schon, mit dem kann ich wesentlich schneller fahren. Boah. Ich will jetzt nicht schon wieder von Bullen verfolgt werden, deswegen bin ich da jetzt etwas langsamer vorbeigefahren. Ja, mal gucken. Kommen wir jetzt irgendwie hin zur Blacklist? Bin gerade am überlegen. Ah, hier ist wieder dieses Movie-Ding. Das können wir ja dann mal machen. Das ist ja jetzt auf der Karte verzeichnet, da wir es ja entdeckt haben. Und dann können wir das demnächst machen. Und da ist wieder ein Wagen, den ich gekonnt ignoriere. Dann war dann wieder ein Porsche. Ja, man findet auch irgendwie immer wieder die gleichen Wagen. Ich hätte wirklich gerne, also ein Lamborghini Aventador, boah, Alter, das wäre sowas von heiß. Ich habe jetzt mal übersprungen. So, und jetzt werden wir den mal hier schön frisch machen. Mercedes gegen Mercedes. Und meiner ist schon erstmal vom Preis viel teurer als seiner. Und von der Leistung auch besser. Meiner ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Boah, diesmal haben wir es gerade so hinbekommen. Alter, der zieht mich trotzdem ab. Was ist das denn? Alter Schwede, warum zieht der mich ab? Das ist der Hammer. Wir teilen uns noch nicht auf. Alter, warum ist der denn so bitte so krass schnell? Alter Schwede. Alter Schwede, was geht denn mit uns so ab? Aber wir mit dem GTR besser dran. Ne? Ja, so ist das ja auch. Lass uns, sorry, wir hören da jetzt nicht unser kleines Tänzchen wegen euch auf. Ah, jetzt hier in der Endgeschwindigkeit kriegen wir ihn. Da ist er nicht so gut wie wir. Jetzt haben wir ihn geholt. Und das Gute ist, kurz vorm Ziel kommt es auch auf Endgeschwindigkeit an. Deswegen haben wir mit dem GTR verloren, weil wir nicht diese Endgeschwindigkeit hatten, die wir da brauchen. Und somit haben wir, denke ich mal, bessere Karten jetzt mit dem SLS AMG. Boah, ich muss mich gerade extremst konzentrieren. Hier geht es in der Mitte durch. Was ist da der Spritztour? Wir spritzen etwas Nitro. Ja, Alter. Da waren Nagelbänder, deswegen bin ich jetzt hier außen rum. Hab dadurch extrem Tempo verloren. Aber wir holen uns wieder ihn wieder in der Endgeschwindigkeit. Und zwar genau gleich. Jawohl! Ja, ausgenockt. Bam, Junge, bam, Junge, bam, bam, bam. Blacklist A. Yeah, wir haben die Blacklist 8 bekommen. Woo! Most Wanted besiegt. Crashe ihn für seinen Wagen. Und genau das werden wir machen. Ich will diesen Wagen. Der scheint nämlich krass gut zu sein. Somit gehen wir jetzt Vollgas. Ich will diesen Wagen haben. Hier ist er runter. Hinten wieder hoch. Nein! Nein! Ich will diesen Wagen. Komm schon, Mann. Ja, ja klar. Ja, jetzt stehe ich hier. Genau.
Boah, gibt's Stoff. Oh, komm schon, jetzt gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wir sind jetzt Blacklist 8, komm schon. Ich will diesen Wagen haben. Gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Ah, da ist er. Niederlage. Oh yeah. Vor allem er hat uns ja gerammt. Aber geil. Blackout. Boah, die haben wir mies. Ha, wir haben sie mies verwirrt. Ich habe mich gerade fast selber verwirrt, weil ich selber nicht mehr wusste, wo ich hinfahren will. Ja, wir können leider jetzt nicht in diesen Wagen springen, also könnten wir schon, aber ja, ich muss erstmal in der Fluchtphase sein. Dann springe ich gerne in so einen Wagen, um auf der Flucht zu sein. Oh ne, Quatsch, um dann zu entkommen, weil die haben ja... Nein! Nein! Die haben ja diesen Wagen, diesen SLS AMG... haben sie ja in ihrer Farm jetzt drinne. Und genau diesen verfolgen sie dann auch bloß. Nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, geil! Ey, was soll das denn? Warum gibt's denn da so eine Sackgasse? Oh nee, Mann. Ey, kommt. Das gibt's doch nicht, ey. Wir sind in eine Sackgasse gefahren. Scheiße. So, Mercedes-Benz. Ah, genau den will ich jetzt haben. Oh. Zu Wagen springen. Mercedes SLS 65 AMG. Ne, SL 65 AMG. Es tut mir leid. Der SLS ist, war ja der, den wir fahren. Die muss man ja auch etwas unterscheiden können. Ja. Ja. Most Wanted Wagen. Ah, jetzt können wir die auch nachgucken. Genau, wir können dann diese Wagen freischalten, wenn, ja, genau, wenn wir das schaffen. Boah, der GT 500, auch ein sehr, sehr geiler Wagen. So, Blacklist 7. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Was hätte eigentlich der Blacklist? Okay, da brauchen wir noch. Boah, da brauchen wir über 700.000 Speedpoints. Aber wir sind schon Blacklist 8. Warte mal, ich guck mal hier gerade wegen Modifikation. Ah, wir müssen das wirklich für jeden Wagen machen. Das ist der Hammer. Boah. Ich hätte aber gerne Rennreifen. Gravity als zweiter. Reifenreparatur. Oh. Nitro. Okay, wir können damit. Was? Wir können auch springen? Was? Sprung! Wir können auch springen mit dem Wagen! Wie geil! So, aber wir machen jetzt erstmal das Rennen. Wir können springen! Wie geil ist das denn? Ich springe aber mit beim Auto, weil ich Nitro hab. das feiere ich ja so an diesem Spiel. Wir können springen mit unserem Auto. Lol. Falsch gefahren. Wie geil, ey. Ich springe auch immer mit meinem Auto, ja. Boah, ja, der geht auch ordentlich ab. Wir sind hier gerade auf der Gegenspur.
Aber dass man springen kann mit dem Auto, Alter, wie geil ist das denn? Boah, Gegenspur ist... Nein! Aua, das hat wehgetan. Ja, dieser Wagen... Oh. Das verbuchen wir jetzt mal unter Schlafen im Autofahren. Deswegen, Kinder, ja, immer schön die Augen auf die Straße richten und nicht im Gegenverkehr fahren. Dann passiert euch sowas auch nicht wie so ein Frontalzusammenstoß. Das ist nicht so angenehm. Also im Real Life, da fahrt ihr dann nicht danach einfach mal so weiter. Da fahrt ihr dann gar nicht mehr weiter. Und yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Der GTR, der Nissan Skyline, der driftet gar nicht. Und der driftet auch für umso mehr. Aber es kommt anscheinend auch drauf an, wie bekannt der Wagen ist bei der Polizei. Mein SLS ist natürlich jetzt sehr bekannt. Nö, das mache ich jetzt nicht. Ich fahre zu diesem Rennen hier, zu diesem wunderschönen... Yeah, baby. Ja, uns fehlen bloß noch 46.000 ungefähr. Also ist auch nicht mehr so viel. Wow. Hammer fett. Bestimmt fahren wir jetzt als Boot oder so. Nee, doch nicht. Ja, ein Bugatti. Ja. Und ein Lamborghini war dabei. Und, oh Gott, ein Maybach war das, genau, ein Maybach. Maybach, Bugatti und Lamborghini. Und ich soll gegen die fahren. Oh nee, vor uns ist ein Audi A1, okay. Das geht ja. Was haben wir hier? Ein SLS. Entweder so einer wie wir, ich habe es jetzt nicht genau erkannt, oder SLS AMG. Ich schätze mal, so einen wie wir haben. Was haben wir hier? Noch ein Audi A1. Wahrscheinlich die Sportversion. Hier haben wir noch ein Audi A1. Hier wieder ein Mercedes. Wieder so einen wie wir haben. Ah, komm mal schön rum, außen schön überholen. Ja, ja, ramm mich doch bitte, du Arsch. Oh, ich liebe das Lied. Yeah. Yeah. Nein. Wow, wow, wow. Nee. Das war ein Lamborghini. Das war ein Lamborghini. Ja, ich fahre aber jetzt auf der richtigen Spur. Die können ja meinetwegen alle auf der Gegenspur fahren. Viel Spaß. Oh, in Kurven ist der natürlich jetzt nicht so der King. Alter, den Berg kommt der ja kaum hoch. Nein! Fuck, fuck, fuck. Voll falsch gefahren. Der Hammer. Naja, machen wir das Rennen nochmal. Wen juckt es? Ja, komm, das kennen wir jetzt schon. Wo die krassen Wagen zu sehen waren. Jetzt geht's auf jeden Fall hier wieder los. Und nochmal an diesen ganzen geilen Schnittchen hier vorbei. Ja, ich hab Stoff hier. Wir fahren natürlich wieder auf der richtigen Spur. Ich werde den jetzt wirklich allen immer hinterherfahren. Mich auch einmal ins Navi halten, weil man hat ja gesehen, es war nicht so schlau, den richtigen Weg zu wählen. Also eigentlich war es ja der falsche. Boah, wartet mal kurz. Ich werde dann jetzt noch. Ich werde hier gerade wieder zugebammt von meinem Elternteil. Und dann werde ich nach diesem Rennen, egal ob wir es jetzt schaffen oder nicht, erstmal die Aufnahmen wenden. Weil anscheinend scheint es etwas wichtiger zu sein, weil es ja schon zweimal war. Und ja, deswegen werde ich da mal dann gleich zurückrufen. Boah, das hat uns ordentlich Speedpoints gegeben. So, jetzt gehen wir ja wirklich auf die Gegenspur. Boah, das könnte schwer werden. Aber wir machen das. Schön konzentriert hier fahren, nicht runterfallen. Nicht runterfallen! Jetzt hier wieder Stoff geben. So, jetzt müssen wir hier nach links, soweit ich weiß, genau. Hier war das. Nein, 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 nein. Komm, 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 fahr, 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 fahr. Aber die Straße ist hier etwas nass. Das
könnte etwas rutschig werden. Boah, Alter, hier sieht's wieder so geil aus. Also, aber es bleibt natürlich nicht viel Zeit, die Landschaft zu genießen, weil wir hier ein Rennen fahren. Und ich mich natürlich da auch ein bisschen konzentrieren muss. Deswegen erzähle ich jetzt auch gerade gar nicht so viel, also auch nicht so andere Themen. Die kommen mir gerade irgendwie nicht so in den Kopf. Achso, wir werden, übrigens, ihr wisst ja schon, dass Wims wieder Internet hat, also wird jetzt wieder das Let's Play von Minecraft fortgesetzt. Wir hatten jetzt, wir sind jetzt ein bisschen ausgewichen, dadurch, dass wir das Battle jetzt immer hochgeladen haben. Oder auch noch hochladen. Und ja, das, dann können wir unsere Season wieder fortsetzen. Wenn alles mit der Map klappt, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob die Map jetzt irgendwie irgendeinen Schaden hat, weil wir ja die Battle Map hochgeladen hatten auf unseren Nitrado-Surfer. Surfer vor allem. Surfer. Und wir hoffen natürlich, dass da alles stimmt. Auch alles wieder klar geht. Mit den Plugins haben wir ja kein Problem, weil wir haben ja bei uns keine Plugins. Und wir haben das Rennen gewonnen, Mama! Ja, weil meine Mama hat auch angerufen, deswegen habe ich jetzt somit das gerechtfertigt. 12.000 Speedpoints, Hammer fett. Huh, yeah, baby, yeah. So, okay. Das war das Rennen. Wir haben es gewonnen. Hammer geil. Und wir sehen uns in der nächsten Folge somit wieder. Bis dahin, tschüss, Leute, und haust rein.